Wagen 1 zur Leitstelle. Uns wurde ein Diebstahl an einer Autobahntoilette gemeldet. Wir schicken euch den Standort. Wagen 1 hier. Verstanden. Wir sehen uns das an. Klingt nach einer kleinen Sache. Sollte schnell erledigt sein. Ist dir eigentlich klar, dass nie das eintritt, was du glaubst? Heute schon. Und damit willkommen zurück zum Autobahnpolizeisimulator 3. Es ist wieder soweit. Kommissar Ansgar ermittelt wieder zusammen mit dem neuen Offroad-DLC. Und ihr habt es gerade schon gehört, es gab einen Diebstahl. Oh, hier vorne sehe ich es schon. Sie wurden beklaut oder was? Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie diejenige, in deren Auto eingebrochen worden ist? Das sehen Sie doch. Mein Mann wird sich fürchterlich aufregen, wenn er den Schaden sieht. Das ist das kleinste Problem. Für den Einbruch können weder Sie noch wir etwas. Das versteht Ihr Mann sicherlich. Können Sie uns sagen, ob etwas fehlt? Natürlich. Auf dem Beifahrersitz lag doch meine Tasche. Die ist jetzt natürlich weg. Hier, ich habe ein Foto. Durch das Muster ist sie ein Unikat und der Anhänger daran war ein Geschenk meiner Tochter. Es wäre unverzeihlich, wenn ich meine Tasche nicht zurückbekomme. Vielen Dank. Das hilft uns schon weiter. Wir melden uns bei Ihnen, sobald es weitere Informationen gibt. Aha. Also, das war ein Unikat. Das ist aber auch wirklich brutal, ne? Da lässt du das einmal für 5 Minuten, willst du mal kurz auf die Toilette gehen, lässt das einmal für 5 Minuten hier drin und zack. Ah, können wir auch direkt sichern, den Beweis hier. Stefan, dokumentierst du die eingeschlagene Scheibe? Bin schon dabei. Sieh du dich weiter um. Wie erkläre ich das nur meinem Mann? Ach, die mit mir, ihr Mann. Aber das ist brutal, ne? Stefan, du machst das mal. Ich gehe mal weiter zu dem Herrn da drüben. Der scheint auch noch Zeuge zu sein. Guten Tag. Sie haben hier irgendwas gesehen oder was? Guten Tag. Haben Sie... Brambauer, der Name. Bernd Brambauer. Und ja, ich habe jemanden um die Autos herumschleichen gesehen. Hat durch die Fenster reingeschaut. Aha. Wer war denn das? Wie sah die Person denn aus? Es war auf jeden Fall eine Frau. Ihr Gesicht hat sie aber verdeckt. Und nach dem Diebstahl ist sie sofort auf und davon. Eine Frau, okay. Verdecktes Gesicht? Aha, das muss ich schon mal in meinem Kopf abspeichern. Um welche Autos handelt es sich genau? Vergessen Sie die Autos. Um die geht's hier nicht. Nur die Sachen in den Autos waren interessant. Wertsachen überall. Tja, das hat man eben davon, wenn man seine Sachen offen liegen lässt. Sowas lädt Diebe doch förmlich ein. Nun, vielen Dank für Ihre Aussage, Herr Brambauer. Wir werden dann... Ich denke, als nächstes sollten Sie sich... Ja, danke. Wir wissen, wie man mit solchen Fällen umgeht. Einen schönen Tag noch. Herr Brambauer ist eine 10 von 10. Solche Leute liebe ich ja, ne? Die mir erklären wollen, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Das mag ich ja. So, jetzt müssen wir noch nach weiteren Hinweisen suchen. Ah, hier vorne liegt irgendwas auf der Straße. Was ist das? Eine Taschenlampe? Vielleicht hat der Dieb damit in die Autos geschaut. Ja, das könnte sein, aber ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Könnte auch einfach Müll sein, der hier rumliegt. So, ah, hier ist auch noch ein Beweis. Hier ist nichts. Aha, aha. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Noch Sagen haben wir. Beweise auch. Dann sind wir hier fertig. Sehen wir uns alles nochmal in Ruhe auf der Wache an. Du meinst, wenn uns niemand ständig über die Schulter schaut und meint, unseren Job besser zu machen als wir? Ganz genau. Ja, dann machen wir das mal. Herr Brambauer, das ging an Sie. Herr Brambauer, sehr sympathischer Mann. Der weiß, wie es läuft. Na gut, ihr seht, dieses Auto ist neu. Das kam jetzt mit dem Offroad-DLC in das Spiel rein. Und wie es scheint, gibt es jetzt hier wieder eine etwas größere Story. Das ist nicht mehr ganz so albern wie im Hauptspiel. Das finde ich schon mal ganz gut. Bin mal gespannt. Wir ermitteln. Kommissar Ansgar ermittelt. Jetzt müssten wir zurückfahren, aber ich würde sagen, weil es jetzt auch keine Einsatzfahrt ist, wir nutzen mal die Schnellreisefunktion. Sonst müssen wir hier über die ganze Autobahn orgeln. Das machen wir jetzt nicht unbedingt, sondern nutzen einmal schnell die Schnellreisefunktion. Und dann gucken wir uns die Lage mal an. So, wo gibt's hier die Beweise? Da kommt der Sherlock hier wieder durch. Ah, hier vorne. So. Hey, ihr zwei! Was schaut ihr euch da an? Ein Diebstahl. Jemand schlug auf einem Rastplatz die Scheibe eines Autos ein, um einen Wertgegenstand vom Beifahrersitz zu entwenden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Gefühl haben nicht nur Sie. Die Anzahl der Diebstähle in der Gegend steigt tatsächlich an. Dahinter steckt womöglich mehr.
Ersticken wir es im Keim, bevor daraus ein größeres Problem entsteht. Sie zwei kümmern sich ab sofort darum. Dann seht ihr euch besser auch die Akten der anderen Diebstahlfälle an. Wenn es eine Verbindung zu eurem Fall gibt, findet ihr sie auf diese Art bestimmt. Also ist jetzt wohl staubige Aktenwälzen angesagt. Danke, Jessica. Soko-Diebstahl, wir übernehmen. So, was gibt das hier? Oh, hier liegen sie alle, die Beweise. Gucken wir uns mal an hier. Stefan, komm mal ran auf den Meter. Komm mal ran. Wir schauen mal rein. So, hier vorne haben wir sie. Da haben wir das große Schmuckstück. Das dieses Foto hat uns die Dame, glaube ich, mitgegeben. Ja, gucken wir uns mal an. Was haben wir da? Das ist die Tasche von Frau Rothschall. Den Anhänger wird man bestimmt schnell wiedererkennen können. Es sei denn, die Diebe haben den abgemacht. Das wissen wir natürlich nicht. Gucken wir uns mal, das ist aber was ganz Edles hier. Was ist das denn? Eine Brieftasche aus Schlangenleder. Sowas sieht man nicht gerade häufig. Da gibt's ja auch manchmal so Sachen, die eigentlich verboten sind, ne? Irgendwie aus irgendeinem Leder, ich glaube Krokodilsleder oder sowas, gibt's auch manchmal so Schmuckstücke, die manchmal verboten sind und dann vom Zoll konfisziert werden. Habe ich schon zahlreiche Dokus gesehen. So, was haben wir hier? Eine Rolex? Eine Armbanduhr. Sieht verdammt teuer aus. Laut Besitzer lag sie für jeden sichtbar auf den Armaturen. Willst du den Diebstahl etwa gerade rechtfertigen? Was? Nein, natürlich nicht. Die Opfer zum Täter machen. So kenne ich meinen Stefan, ohne einen Funken Mitleid in seinem Herzen. Herrn Brambauer gefällt das. Gucken wir weiter, was gibt's hier? Da scheint jemand Fan des FC Flohndorf zu sein. Mit dem hätte Jessica bestimmt einiges zu besprechen. Sonst fällt mir allerdings nicht viel daran auf. Mir auch nicht. So, was ist das hier? Das ist hier wieder das Auto, was wir uns gerade angeschaut haben, das oder? Das ramponierte Auto von Frau Rothschall. Der Dieb hat die Scheibe eingeschlagen, um an die Tasche zu gelangen. Mhm. Die Zeugenaussage von Bernd Brambauer. Er hat gesehen, wie eine Frau in die Wagen eingebrochen und dann vom Tatort geflohen ist. Die Diebin hatte es wohl auch auf leichte Beute abgesehen. Ein Muster? Möglich. Die Zeugenaussage von Birgit Rothschall. Laut eigener Angabe hatte sie ihre Tasche offen auf dem Beifahrersitz liegen. Das hat es den Dieben nicht gerade schwer gemacht. Herr Brambauer hat ebenfalls betont, dass es die Diebin auf leichte Beute abgesehen hatte. So viele Diebstähle mit ähnlichem, wenn nicht sogar identischem Tathergang. Das sind bestimmt keine Einzelfälle. Du hast vollkommen recht. Ich denke, das waren dann alle Hinweise, die wir hier finden konnten. Das sollte auch reichen. Ähnliches Vorgehen, immer dieselbe Region. Mir scheint, dass wir es hier mit einer organisierten Bande zu tun haben. Eine kriminelle Gang steckt also hinter den Diebstählen. Möglich, zumindest sollten wir uns ein paar der Orte nochmal angucken. Ich wette, wir werden auch da ein paar Gemeinsamkeiten finden. Guter Plan. Das sollten wir bald in Angriff nehmen. Ich lege dir die Akten hier auf den Schreibtisch, dann kannst du nochmal reinschauen, bevor es losgeht. Alright, dann würde ich sagen, ermitteln wir weiter. Also, immer das gleiche Muster. Aus Autos werden irgendwelche Wertgegenstände geklaut, die offen einsehbar sind. Klingt jetzt nicht unbedingt nach der großen Diebeskunst, aber wir fahren jetzt einfach mal an die Orte, wie uns das gerade aufgetragen wurde. Wir fahren da jetzt einfach mal hin und gucken uns mal um und vielleicht finden wir irgendwas. Hast du dich schon entschieden, wo wir anfangen? Wo kommen wir denn gerade her? Wir kommen vermutlich vom Rastplatz in Hem, ne? Komm, dann fahren wir erstmal zur Tankstelle. Ich würde mir gern zuerst die Tankstelle ansehen. Dort können wir die Angestellten befragen. Dann mal los. Ja, Angestellte befragen, das machen wir immer gerne. Die haben richtig Bock auf so eine Befragung, glaube ich. So, dann würde ich sagen, komm, nehmen wir hier auch wieder die Schnellreisefunktion. Dann müssen wir noch die letzten Meter fahren. Weil ich meine, ohne Blaulicht, ne? Das ist ja jetzt nicht so spannend, hier über die Autobahn zu heizen. Und dann geht das weiter. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. An welches Modell soll dieses Auto hier angelehnt sein? Ist das ein BMW? Ist das irgendein SUV von BMW oder was? Ich kann das nicht so richtig zuordnen, dieses Modell hier. Ich weiß das nicht. Ich habe das jetzt schon komplett alles aufgerüstet hier. Also ich hatte noch ein paar XP übrig. Deswegen habe ich jetzt schon sämtliche Verbesserungen hier eingekauft, mehr oder weniger. Aber es steuert sich immer noch so ein bisschen schwammig. Und die haben einige Sachen hier überarbeitet im Spiel. Einige finde ich gut, andere weiß ich nicht so ganz, wie ich sie finde. Aber schauen wir uns noch an. Erstmal geht's jetzt zur Tankstelle. Bisschen ermitteln. So. Und dann sind wir in 700 Metern auch schon da. Und ich glaube, ich spiele erstmals mit Lenkrad. Das geht mittlerweile auch. Finde ich auch gut.
Oder vielleicht habe ich es auch schon mal in den letzten Folgen. Die sind ja schon ein bisschen länger her, ne? Aber ich dachte jetzt zum DLC, spielt es mal wieder rein. Und macht auch Spaß. Muss ich sagen, muss ich ehrlich zugeben, es macht Spaß. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Simulation, sind wir uns alle einig. Aber es macht schon irgendwie Spaß. So, da vorne müssen wir hin. Da ist die Tanke. Was kostet der Lachs denn hier aktuell? Was sind das denn für Preise? Ich mach voll den Aal. Diesel 1,19. Super 1,29. Ich habe die Tage für 1,81 getankt. Ja, machen wir direkt, dann nehmen wir noch ein paar Kanister mit, glaube ich. Was ist hier nochmal passiert? Bei den ganzen Akten habe ich den Überblick verloren. Hier wurde ein Laptop aus einem nicht völlig geschlossenen Fenster eines Autos gestohlen, während der Fahrer gerade bezahlt hat. Ah, den Trend kennen wir ja bereits. Schauen wir mal, ob uns jemand im Gebäude mehr zu dem Vorfall sagen kann. Deswegen immer Auto abschließen, ne? Wenn man hier tanken geht. Aber das war doch hier der Typ mit dem FC Flodorf, oder wie das Ding hieß, ne? Was Jessica nicht so gut findet. Haben wir gemerkt. So, Mahlzeit. Ich störe sie nur ungern. Ich weiß, sie sind unglaublich beschäftigt. Ein Kunde nach dem anderen, aber ich hätte da mal ein paar Fragen. Guten Tag. Könnten Sie uns womöglich weiterhelfen? Hä? Was wollen Sie? Hier fand kürzlich ein Diebstahl statt. Wir benötigen Ihre Aussage. Der Mann war einfach Candy Crush. Der war gerade beschäftigt. So, haben Sie irgendwas gesehen? Hier wurde letztens ein Laptop gestohlen. Haben Sie irgendwas auf die Kameras aufgezeichnet? Haben Ihre Sicherheitskameras etwas aufgenommen, das uns weiterhilft? Nö. Könnten Sie wenigstens einmal nachsehen? Bringt nichts. Die sind schon ewig kaputt. Das erklärt auch, wieso die Kollegen damals keine Aufnahmen mitgebracht haben. Okay, haben Sie denn irgendwas gesehen? Konnten Sie selbst etwas beobachten oder haben Sie genauere Informationen dazu? Keine Ahnung, hab an dem Tag nicht gearbeitet. Sonst noch was? Ich denke, dann haben wir alles. Danke für die Hilfe, schätze ich. Können Sie dann gehen? Ich muss mich hier konzentrieren. Dann sind wir hier wohl in eine Sackgasse gelaufen. Lass uns gehen. Ja, das ist ja großes Kino. Spielen Sie weiter, lassen Sie sich nicht stören. Es geht ja nur um die Polizei, die hier steht, ne? Das ist auch frech von uns, dass wir hier einfach reinkommen. Zu den normalen Öffnungszeiten. Stellen Sie sich mal vor, hier will jemand tanken und will sogar noch bezahlen. Ja, da wäre ich auch, also. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir wieder ein. War ja nicht so besonders freundlich. Und dann fahren wir weiter zum nächsten. Zu dem... Hier. Kommen wir da hin? Ja, kommen wir hin. Dann fahren wir nochmal zum Rastplatz hier. Gucken wir uns mal an. Wo müssen wir denn da hin? Ist jetzt nicht so ganz, aber wir sind ja Polizei. Können ja hier mal kurz den anmachen. Da vorne, wir hätten einfach nur ein paar Meter zurückgemusst. Hier müssen wir hin. So. Ziemlich tote Hose, wenn du mich fragst. Hier soll jemand was geklaut haben? Jemand hat die Scheibe eines Wagens eingeschlagen und eine Brieftasche gestohlen, während der Fahrer auf der Toilette war. Abgelegen genug für einen Diebstahl ist es ja. Vor allem, wenn hier sonst keiner rausfährt. Und was genau machen wir jetzt hier? Polizeiarbeit. Du weißt schon, genau umschauen, nach Auffälligkeiten und Spuren suchen. Eventuell entdecken wir dabei etwas, das den Kollegen entgangen ist. Ich dachte, das sei die gleiche Raststätte, beziehungsweise der gleiche Parkplatz, wo wir auch eben waren, aber ist offensichtlich nicht der gleiche. Na, dann gucken wir uns mal um. Was kann man denn hier erspähen? Also auf den ersten Blick sehe ich genau gar nichts. Wann soll denn das passiert sein? Stefan, ich finde hier nichts. Wo soll hier was sein? Ist hier irgendwo im Gebüsch irgendwie was? Oder irgendwas mit den Graffitis oder so? Sieh dir das an. Dieses Graffiti hat doch irgendwer an einem anderen Tatort der Diebstahlserie auch schon an die Wand gesprüht. Siehst du? Dranbleiben lohnt sich. Also such weiter. Vielleicht ist da noch etwas. Aha. Hey, du kannst selber suchen. Was ist er denn für einer? Weiß er schon, wer der Täter ist oder so und lässt mich jetzt einfach weitersuchen oder was? Was ist denn mit Stefan los, sag mal? Ja gut, dann suche ich jetzt weiter. Aber das ist ja Mitmachveranstaltung, ne? Ah, da vorne. Oh ja, Reifenspuren gibt's hier.
Und was ist das? Das ist interessant. Ach, interessant ist es. Aber was soll denn das sein? Ach, das sind die Glasscherben. Da ist ja tatsächlich was. Sieht aus, als wäre hier jemand entlang gerast. Ist vermutlich noch nicht lange her. Möglich. Das sollte nun aber alles gewesen sein. Sehen wir uns unsere Funde auf der Wache nochmal genauer an. Na gut, dann geht's jetzt wieder zurück zur Station. Mensch, das ist ja ein richtiges Detektivspiel. Aber das, also, so als Abwechslung zu den ganzen Raserfahrten und den ganzen Kontrollen, Verkehrskontrollen und so, gefällt mir das eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt. Also irgendwas hat es mit dem Graffiti zu tun und die Diebstähle sind eigentlich immer gleich. Aber was uns die Spuren jetzt hier genau helfen, kann ich noch nicht so ganz auswerten. Aber wir fahren mal zurück zur Wache. Ah, da können wir... Wieso können wir da nicht hin? Müssen wir, glaube ich, erstmal auf die Straße fahren, ne? Nur was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, ist, warum man jetzt hier so Steinhaufen bauen kann. Man kann hier immer an bestimmten Orten, kann man hier so Steine suchen. Und dann kann man so Steine aufhäufen. Warum das jetzt genau sein musste, das ist mir nicht so klar. So, Karte können wir jetzt... Ne, ist deaktiviert. Da müssen wir wohl... Da müssen wir wohl so fahren. Komm! Dann nutzen wir mal das Blaulicht. Hast du den Blitzer gesehen, an dem wir gerade vorbeigefahren sind? Wenn du jetzt wieder sagst, ich wäre zu schnell gefahren. Das meine ich doch gar nicht. Ich denke an die Reifenspuren auf dem Parkplatz gerade. Oh, du meinst, der Dieb muss hier vorbeigerast sein? Dann sollten wir unbedingt die Aufnahmen überprüfen. Exakt. Wagen 1 für Leitstelle. Wir haben einen Auftrag für euch. Ein Blitzer hat womöglich unseren Dieb aufgenommen. Es kann erst wenige Tage her sein. Verstanden, Wagen 1. Wir prüfen das. Wenn es dazu etwas gibt, dann hört ihr wieder von uns. Guter Gedanke. Muss man ja sagen. Und jetzt ist auch die Schnellreise verfügbar. Ja, vielleicht haben wir ihn. Vielleicht ist er ganz schnell weggefahren und dann haben wir ihn gekascht. Aber vielleicht sind in dem Zeitraum auch viele gefahren. Das weiß man natürlich nicht. Aber wir fahren mal auf die Wache. Wir gucken uns das mal an. Bin gespannt. So. Ermittlungsarbeit. Da sind wir wieder. Wieder zurück. Ja, und immer schön alle grüßen, ne? Monika, grüß dich, Mahlzeit. Wieder im Besprechungsraum oder was? Ne, wo müssen wir hin? Ah, hier, zu unserem Computer. Gleichen wir unsere neuen Hinweise mit den Fotos anderer Tatorte ab. Wenn sie etwas verbindet, dann finden wir es. Ja, was verbindet die Fotos? Hier, das... Das, Markierung hinzufügen. Das und das. Also es sind nur die Graffiti. Die zwei. Die sind auch ziemlich exakt gleich, ne? Hier ist was anderes. Ah ne, hier ist es auch. Hier ist es auch. Das ist hier auch. Aber hier sehe ich es nicht. Markiere alle auffälligen Graffitis. Nee. Nee, ich glaube, das sind die einzigen. Bestätigen. Sieht aus, als hätten wir einen Gewinner. Dieses Graffiti von vorhin taucht überall auf. Könnte das Zeichen einer Gang sein, oder? Dann stecken die sicher hinter den Diebstählen. Kann man zwar noch nicht mit Sicherheit sagen, aber es sieht ganz danach aus. Dann haben wir'n. Ich habe etwas, das euch interessieren dürfte. Schaut euch dieses Foto an. Frisch vom Blitzer, nachdem ihr gefragt habt. Na? Ist das unser Dieb oder was? Das könnte jeder sein. Wir sollten nicht zu viel... Aber sie ist die Einzige, die dort in den letzten Tagen überhaupt geblitzt wurde. Komm schon, Stefan. Das ist aktuell unsere einzige Chance. Die müssen wir nutzen. Ich lasse den Wagen zur Fahndung ausschreiben. Na, wenn du meinst. Es ist vermutlich besser als nichts. Mhm. Interessant. Wir haben offensichtlich einen Anhaltspunkt. Wir haben die Graffitis. Gut, von den Taten her, das könnte jeder sein. Also da gab es jetzt nicht so Anhaltspunkte. Aber das Blitzerfoto könnte ein Anhaltspunkt sein. Das ist interessant. Mahlzeit, Monika, was gibt es? Hey, wir bräuchten noch ein wenig Unterstützung bei unserem Fall. Könnt ihr dieses Fahrzeug zur Fahndung ausschreiben? Kein Problem. Ich schicke es direkt an alle Streifenwagen raus.
Wenn jemand was sieht, melden Sie sich. Dann heißt es jetzt wohl warten. Wobei es immer was zu tun gibt. Vertreiben wir uns die Zeit doch mit ein paar anderen Fällen. So machen wir das. Liebe Leute, da würde ich sagen, wie es weitergeht und ob wir die Täterin finden, mittlerweile ist ja klar, es ist eine Täterin, oder ob wir die Gang finden, das werden wir uns in den nächsten Folgen anschauen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ihr könnt immer eure Meinung zum neuen DLC in die Kommentare schreiben, wobei es dafür vermutlich noch ein bisschen früh ist. Aber ich bin trotzdem gespannt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.